Hallo, willkommen zurück zu Dark mit dem Maro, der immer überzieht. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Bloomberg. Haben hier gerade die zwei Soldaten erledigt, sozusagen. Und müssen jetzt mal weiter. Ah, du bist nicht tot zu kriegen, nicht tot zu kriegen. Kannst du nicht einfach sterben und mir deine Hände überlassen? Okay. Wir müssen jetzt an ihn rankommen, ohne dass er uns bemerkt. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er weiß, dass wir da sind, aber. Los, schnappt ihn euch! Der Weg hier war verschlossen. So würde ich Blooming nicht folgen können. Ich musste eine Alternative finden. Ach. Schade, hätte so gut funktionieren können. Ah, zwei Wachen und ein Ghoul. Ghule sind fies. Weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Da sehen sie uns überall. Okay, da kommen wir nicht rein. Oh, danke. Problem ist, der Ghoul gehört leider. Ich muss unbedingt einmal Blut holen aus dem Team jetzt. Puh. Wo ist der Ghoul? Da. Hier ist noch einer. Ich will wissen, ob ich den Ghoul aussaugen kann. Nee. Egal. Wir werden schon irgendwo Blut herkriegen. Dahin steht noch eine Wache. Oh. Oh, da kommen wir gar nicht runter, verdammt. Wir brauchen dringend Blut. Also komm her. Komm. Sonst ist ja keiner da. Nur einmal Blut für einen sicheren Kill. Dann nicht. Ich finde, der Teleport ist gut. Den können wir den schon aufbessern überhaupt? Nee. Haha. Du kannst mir nichts tun. Du kannst mir nichts tun. Stirb.
Der Kuh frisst gerade, ja. Der hinten aber. Das ist der Untote. Speichern wir da nochmal. Guck nicht her zu mir, du Untote. Du siehst gar nichts. Das ist das Prachtstück meiner Ausstellung. Ich musste Blumen töten. Mitleid empfand ich keines. Er hatte die Hölle verdient. Sein Blut zu trinken, das war etwas anderes. Aber ich hatte keine Wahl. Und ich trank. Die anfängliche Wärme verging viel zu schnell und machte einen zerstörerischen, betäubenden Schmerzplatz. Ich krümmte mich auf dem Boden und spie Blut. Bloomings Blut. Es gab nur den Schmerz und langsam hieß mich die Dunkelheit willkommen. Aus der Dunkelheit sprach der Engel zu mir. Falsches Blut, Eric. Falsches Blut. Der Engel verschwand und nahm die unsagbaren Schmerzen mit sich. Ich rappelte mich wieder hoch. Bloomings Blut hatte mich offensichtlich nicht gerettet. Ich versuchte mit Rose zu reden, aber ich bekam keine Antwort. Dann machte ich mich auf den Weg zurück ins Sanctuary. Ach ja, stimmt. Ich betrat das Sanctuary und wurde von vertrauter, lauter Musik begrüßt. Ich musste mit Rose reden. Naja, erst holen wir uns aber einen Snack. Äh, 15 Meter und leiser, ja. Das ist meiner Meinung nach sehr nützlich. Hey Süßer, du siehst heiß aus. Kann ich was für dich tun? Gehen wir wohin, wo es ruhiger ist. Nur zu gerne, Süßer. Nom 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 nom. Hey, das hat Spaß gemacht. Vergiss mich nicht, Süßer. So, haben wir unser Blut aufgefüllt. Hey, Rose. Eric, schön dich zu sehen. Wie fühlt man sich als vollwertiger Vampir? Bloomings Blut hat mich nicht geheilt. Nicht? Wie kommst du darauf? Die unerträglichen Schmerzen legen den Verdacht nahe. Unerträgliche Schmerzen? Das ist merkwürdig. Es hätte klappen müssen, Eric. Ich weiß, das hilft dir nicht weiter. Aber es hätte klappen müssen. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Auch wenn sie mir nicht gefällt. Rede mit Tom. Er soll dir alles erzählen, was er über Vlad weiß. Vlad, der Vampir. Das klingt gut. Wa? Hängen wir fest? Nein! Ah. Oh, jetzt hab ich schon Angst. Hey Mann! Du hast es geschafft. Ha, scheiße. Du musst echt ein harter Brocken sein. Rose hat mich geschickt. Das mit Blooming hat nicht funktioniert. Das mit Blooming hat nicht... Mann, das ist krass. Weißt du, was das bedeutet? Bloomings Blut hätte normalerweise locker gereicht. Aber Mann, du bist eine große Nummer. Musst du auch sein. Sonst hättest du das Ganze kaum überstanden. Das war so, als wenn du das Blut von April getrunken hättest. Das ist echt abgefahren. Ich meine, für dich ist das vielleicht nicht so toll, Mann, aber es bedeutet, dass du echt mächtig bist. Schön.
Bringt uns herzlich wenig mehr daraus. Ich weiß, warum Rose dich zu mir geschickt hat. Es gibt noch weitere Vampire in der Stadt, die für dich in Frage kommen könnten. Aber Rose hat mit Sicherheit einen bestimmten im Auge. Sein Name ist Vlad. Der Arsch heißt in Wirklichkeit sicher nicht Vlad. Aber er will so genannt werden. Wegen Vlad dem Fehler. Verstehst du? Ja, ist ja auch egal. Vlad gehört die Firma Geoforge. Vielleicht hast du von denen mal gehört? Die haben so einen riesigen Turm hier in der Stadt, wo sie künstliche Parks für Besucher zur Verfügung stellen. Vlad selbst wohnte in dem Gebäude, in einem Penthouse, ganz oben. Vlad also. In Ordnung, ich sehe mich da mal um. Pass auf dich auf, Mann. Vlad ist eine ganz andere Liga als Blooming. Und so verhält es sich auch mit seinem Wachpersonal. Ich hab hier deine Bücher. Cool, danke, Mann. Wenn ich was Interessantes finde, dann sag ich es dir. Ich habe ab und zu Visionen von einem Engel. Kannst du mir da weiterhelfen? Engel? Keine Ahnung, Mann. Solange du kein vollständiger Vampir bist, kann es durchaus sein, dass du Halluzinationen hast. Vielleicht will auch dein Unterbewusstsein dir damit etwas sagen. Oder du hast eine echt abgefahrene Vampirkraft entwickelt. Schön. Gibt es Geister? Im Museum haben sich ein paar merkwürdige Dinge abgespielt. Ich würde es nicht Geister nennen. Es ist wohl so, dass wir Vampire sowas wie übernatürliche Phänomene anziehen oder erzeugen. Das kannst du nicht wirklich beeinflussen. Es begleitet uns. Wahrscheinlich ist das die Art von Mutter Natur zu sagen, was seid ihr denn für eine abgefahrene Scheiße? Was weißt du noch über Vlad? Ach, der Typ ist ein Snob und hält sich für was Besseres, Mann. Gut, ihm gehört eine riesige Firma und er ist ein alter und mächtiger Vampir, aber ach, egal. Du solltest mal mit April reden. Ich glaube, sie hat da mal gearbeitet, als sie noch ein Mensch war. Wir sehen uns. Yep. Bis später, Mann. Ich darf eigentlich mit der DJ-Dame reden. Juhu. Nun, wie kommen wir da hin? Oh, hi. Super. Was bringt das? So, wie komme ich zu dir hoch, April? Hier nicht? Hier nicht. Problem ist, ich weiß nicht, wie man zu April durchkommt. Hier hoch. Klar. Hey, Eric. Erzähl mir etwas über Geoforge. Frag meine Schwester. Sie hat da mal einige Zeit gearbeitet. Okay, das ist die andere. Wie läuft's? Es läuft gut, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Muss mich um die Menge kümmern, ansonsten werden sie unruhig. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Okay. Die ist unfreundlich. Wir haben noch 2 Kraftpunkte. Na, das brauchen wir nicht. Wir können das auf lautlos machen, aber das hat bisher kein Problem verursacht. Das Ablenken hat irgendwie keinen Sinn gebracht bisher. Heilen? Nein, brauchen wir nicht. Das klingt halt super. Das macht uns unsichtbarer. Ich hab ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Blut könnte ich schaden. Aber, nee, wir müssen das ja aufladen trotzdem noch. Es kann auch nicht schaden, das hier jetzt so hoch zu specken, aber ich verbessere lieber die Fähigkeit hier. Brauchen wir noch 3. Hey Eric, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ja. Erzähl mir etwas über Geoforge. Geoforge? Ich habe da mal einige Zeit gearbeitet im Marketing. In den oberen Stockwerken befinden sich künstliche Parks, die für Besucher angelegt wurden. Da gibt es eine echt große Auswahl. Wälder, Strände, Heckenlabyrinthe. So ein Zeug eben. Die Dinger sind echt riesig. Darunter befinden sich die Büros der verschiedenen Abteilungen. Die kriegt kein Besucher zu Gesicht. Sind auch nicht besonders spannend, wenn ich ehrlich bin. Generell haben die ein sehr gutes Sicherheitssystem, soweit ich das mitbekommen habe. Außerdem ziemlich gutes Sicherheitspersonal.
Die meisten von denen haben einen militärischen Hintergrund. Ich habe mittlerweile gehört, dass der Besitzer ein Vampir sein soll. Ein ziemlich mächtiger Vampir. Aber viel mehr weiß ich nicht über ihn. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Heißt das, dass du zu Geoforge gehst? Könnte passieren. Wenn du hingehst, dann könntest du in der Datenbank nach mir suchen und meine Unterlagen löschen. Frag bitte nicht. Aber mir wäre es sehr recht, wenn die mich vergessen würden. Cool. Trinken wir noch einen? Gib mir einen Drink. Alles klar, Eric. Dein Drink kommt sofort. Geht auch unser Blut wieder auf? Okay. Und? Hast du mit Tom gesprochen? Ja, hab ich. Vlad also. Ja, ich fürchte, das ist die einzige Möglichkeit, die dir bleibt. Erzähl mir etwas über Vlad. Er ist ein alter und sehr mächtiger Vampir und hat mit seiner Firma Milliarden verdient. Außerdem hat er einen gewissen Hang zur Paranoia. Du kannst dich also auf Unmengen von Sicherheitsleuten einstellen. Ansonsten hat mir mal jemand erzählt, dass er gerne auf Jagd geht, aber ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, mit ihm zu plaudern. Okay. Was muss ich über Geoforge wissen? Dem Konzern gehört hier in der Stadt ein riesiges Hochhaus, in dem auf mehreren Stockwerken künstliche Parks angelegt wurden. Eigentlich kannst du da draußen keine 10 Schritte machen, ohne über eine Geoforge-Werbetafel zu stolpern. Ansonsten ist für dich sicher interessant, dass die Wachen dort hauptsächlich leichte automatische Waffen benutzen. Das wird also kein Spaziergang. Bereit. Okay. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet, Eric. Ich werde dich wieder über Funk begleiten. Viel Glück. Ich machte mich auf den Weg zum Geoforge Tower. Tagsüber bot dieser seinen zahlreichen Besuchern Unterhaltung in Parks, die in künstlichen Etagen angelegt waren. Ich kam wegen des Blutes. Rose hatte mich auf Vlad angesetzt. Ihm gehörte nicht nur der Tower, er wohnte auch dort. Sein Penthouse lag ganz oben im Gebäude. Ich wunderte mich, was aus mir geworden war. Eine Bestie, die für ihr eigenes Überleben tötete, immer noch auf der Suche nach rettendem Blut. Aber die Kreaturen im Museum waren der deutliche Hinweis gewesen, dass es keine Alternative gab. Ein abgelenkter Wächter verschaffte mir Zutritt. Ich konnte es ihm leider nicht danken. Der Wächter glitt zu Boden. Dies würde wohl nicht das einzige Opfer bleiben, aber ich hatte keine Wahl. Ich brauchte Vlads Blut. Okay, unbedingt den Luftrad verbessern. Rose, ich bin drin. Sehr gut. Versuch möglichst keine Aufmerksamkeit zu erregen, bis du die Sicherheitszentrale ausgeschaltet hast. Vergiss nicht den Transmitter, den ich dir dafür gegeben habe. Kontaktiere mich, sobald du dort bist. In Ordnung. Bis später. Gut. Vermeide es, von Zivilisten gesehen zu werden. Diese könnten dich am Waffen verraten. Auch als Vampir hast du noch eine Menschenseite, deswegen kannst du diesen unbewaffneten Unschuldigen nichts tun. Okay. Aber was wir erleben, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.